sind heute auf der Klimahaus in Bozen. Das ist eine Messe, die eigentlich für uns sehr wichtig ist. Und treffen wir ein Publikum, das was eigentlich für den italienischen, oberitalienischen Raum bis Südtirol sehr interessant ist. Haben heute eigentlich das Blick, sage ich mal, Spitzensportler bei uns zu haben. Und es war einfach einmalig, einfach selber Leute zu bauen. Und heute sind sie da und jeder kann nutzen, mit ihnen eigentlich das Gespräch zu führen, was man eigentlich gerne fährt, wie ist es mit Bauden. Die Message, die Nachricht, was wir können übergeben, ist in erster Linie, dass wir zufriedene Kunden sind, dass wir happy sind mit unserem Bau, mit unserem Haus. Mittlerweile wohnen wir ja alle schon drinnen, dass das einfach das Haus bauen für uns ein Abenteuer und ein Vergnügen gewesen ist und nicht ein großer Stress und ein großer Aufwand. Und im Nachhinein sagen wir, zum Glück ist fertig jetzt mit Bauen, das tue ich nie wieder. Es hat alles gut funktioniert, wir sind glücklich und wenn das die Leute eben gerade auf der Messe interessiert, dann geben wir gerne unsere Erfahrung weiter und dass wir es eben das Bauen erlebt haben. Sagen wir das, was mir jetzt vor allem bei Alphaus ganz besonders imponiert hat, ist das, dass einfach alles eingehalten wird, was einem versprochen wird. Dass man keinen Cent mehr ausgibt als das, was geplant ist. Und ja, dass wirklich alles reibungslos anläuft und man richtig eigentlich einen Spaß hat beim Bauen. Ich habe Radio gekocht und davor mal ist die Werbung gegangen und dann habe ich das auch ein bisschen mitgekriegt, was sie garantieren. Und was für mich auch wichtig war, war die Fixpreisgarantie. Und auch, dass sozusagen in 101 Tagen das Haus steht. Und das hat mich eigentlich auch verlockt und deswegen habe ich mich auch für sie entschieden. Ich glaube, da geht es eigentlich weniger um eine Werbung zu machen, da geht es einfach um die Ehrlichkeit zu sagen, was man da durchlebt beim Bauen. Also viele Kunden kommen eigentlich zu uns ohne große Vorstellungen, was sie bauen können und was sie bauen wollen. Deswegen ist unsere Aufgabe auch, sagen wir, ihre Gedanken darüber zu fassen, zusammen mit ihnen eigentlich ein Projekt zu erstellen, was ihnen Wünsche und ihnen Pläne für die Zukunft entspricht. Ich kann eigentlich zusammen mit dem Kunden das Projekt erstellen, berechnen das noch und dann sieht der Kunde eigentlich innen rein, wie das Haus werden kann, hat auch noch das Gefühl, wenn er reingeht, ja, genau, so habe ich mir es vorgestellt und genau so ist es, wie ich mir es eigentlich gedacht habe. Manchmal gibt es ja bei vielen Firmen, wo ich, so wie ein Beispiel, Hydrauliker nicht kann mit einem Elektriker die Sachen aussuchen gehen und danach im Haus passen sie nicht mehr zusammen. Hingegen bei der Firma haben wir alles gekannt in einer Nacht aussuchen. Einen Ansprechpartner für alles gehabt. Ob es ein Elektriker ist oder der Maler, wenn irgendeine Kleinigkeit noch auszubessern ist, dann wird das sofort gemacht. Also wir haben da wirklich dauernd das Gefühl, dass man eben allem umleiten kann und alle Wünsche einfach erfüllt werden und man ist rundum zufrieden. Techniker gehen eigentlich kontinuierlich Weiterbildungen, schauen allem auf den herrschenden Stand zu sein, was heutzutage die Technik hergibt. Logischerweise verwenden wir leider ausgereifte Produkte, um eben auch 100% sicher zu sein, dass die auch so funktionieren, wie sie bis zum Schluss beschrieben sind. Ich habe mir nie gedacht gehabt, dass ich, wenn ich mit der Firma ein Haus baue, dass sie dann auch noch also weiterhin einen guten Draht haben, wie zum Beispiel bei Alphaus, besonders eben auch mit dem Helmut. Ich bin mir sicher, irgendwie, wir werden sicher
die nächste Zeit ein paar Touren miteinander machen, auch auf den Berg miteinander gehen. Und ich glaube, die Freundschaft wird wahrscheinlich noch intensiver werden, wie es momentan sogar ist.